Hallo Leute, hier ist Jake. Hier in diesem Video zeige ich euch wieder mal ein Solinger Messer. Es ist ein Jagdmesser von der Firma Hubertus, das Economy. Kommt in einer einfachen, kräftigen Lederscheide. Zweckmäßig, haltbar, eben wie es sich für ein Jagdmesser auch geziemt. Das ist einfach nur schön gemacht, aber auch keine Besonderheit. Das Messer hingegen ist wieder mal deutlich schöner. Es ist eine Spitzerlkonstruktion mit Clip-Point-Klinge. Dieses Messer ist aktuell nicht mehr auf dem Markt. Gab es Anfang der 2000er und vielleicht auch in den 1990er Jahren. Restbestände gab es dann bis vor einigen Jahren noch. Inzwischen gibt es das nur noch auf dem Gebrauchtmessermarkt. Zu den Daten mal, dieses Messer hier ist 27 cm lang, hat eine 15,2 cm lange Klinge, die ist an der breitesten Stelle 2,9 cm und die ist knapp 4 mm stark. Das Gewicht habe ich jetzt leider vergessen, liegt so gefühlt knappe 300 Gramm, 250 bis 300 Gramm. Ich werde es mal einblenden jetzt. Dann, wie gesagt, 440C Stahl. Dann kommt hier ein schönes Parierelement aus Neusilber mit Kunststoffscheiben hinterlegt. Eine ordentliche Hirschhornrolle und am Ende wieder mal ein Knauf aus Neusilber, auch entsprechend dem Parierelement hier mit Kunststoffscheiben abgesetzt. Ist für Rechts- und Linkshänder natürlich geeignet. Ein Ricasso-Griff ist bedingt geeignet. Da muss man schon ziemlich dünne Finger haben. Ja, insgesamt ein schönes Messer. Lag Neupreis so um die 130, 140 Euro. Im Gebrauchtmessermarkt findet man solche Messer schon so ab 40, ich denke mal bis 60 Euro. Irgendwo in dem Bereich sind gut erhaltene Messer zu ersteigern oder zu ergattern. Okay, ein schönes Solinger Produkt. Das Hubertus Economy. Sammlermesser, Jagdmesser oder eben Gebrauchsmesser für Outdoor-Bereich. Bis demnächst. Ciao.